Hallo Freunde und willkommen zurück zu Diablo 3. Wir befinden uns jetzt hier in dieser Kathedrale auf Ebene 1 und wollen versuchen, etwas herauszufinden, wo sich der liebe Onkel von der Lea versteckt. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal hier diese nicht unheimlich erscheinende Treppe runter und schauen mal, was uns hier so erwartet. Oha! Hier ist der Stern gefallen. Nein, wirklich. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Super, dass die Framerate auch gleich wieder so toll mitspielt. So. Oh. Roundhouse Kick, lass mich bitte nicht im Stich. Na, du auch noch. Zack. Was zur Hölle? Oh Gott, weg. Das sieht ja schon so aus, als ob der irgendwie explodiert. Diese Viecher, die explodieren, das gibt es häufig in solchen Spielen, kann das sein? So. Und ich werde jetzt auch versuchen, diese Folgen so in 20 Minuten zu halten, weil sonst, wie in der letzten Folge, die fast eine halbe Stunde ging, brauche ich doch zu lange, um das zu verarbeiten, um hochzuladen. Aber ich versuche natürlich. Wir könnten die Toten hier einsperren. Akkaran, steh mir bei. Nein, sterb nicht. Nein. Oh, und gleich Gold getroffen. So lobe ich mir die Toten doch. Oh, ein Schreibpult. Schauen wir mal, was hier drin steht. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Interessant. Hier stehen auch 7 Objekte zerstört, 5 EP-Bonus. Oh mein Gott! Das ist ja sowas Extremes, das ist ja echt unglaublich. Hier liegt wieder ein Toter und sonst gibt's hier nichts Richtiges. Ein Dorfbewohner. Wie kommt hier ein Dorfbewohner hin? Das ist eine sehr gute Frage. Ist aber auch unheimlich groß, diese Kathedrale. Kann das sein? Kann ich nicht. Ah, okay. So, hier habe ich jetzt alles. Lass mal hier schauen, was es hier so gibt, hinter dieser Tür. Was zur... Alter! Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ja, und Lebenskraft sieht auch nicht mehr so gut aus hier, wenn du gegen die kämpfen willst. Heilige Bratwurst. Weg. Boah. Diese ekligen Viecher, ey. Das ist richtig widerwärtig. Aber ob das der einzige Grund ist, dass Diablo 3 ab 16 ist, das ist natürlich eine gute Frage. So, was gibt's hier? Noch mehr Untote. Und wieder einer, der ausgeblieben Flickwerk von WoW. Also so zumindest. Zumindest so ein bisschen. Und Roundhouse Kick wieder mal gerettet. Und da hat's geleckt. Ah. Übrigens, es könnte sein, dass es mich auch mal hier ab und zu aus dem Spiel raushaut, weil komischerweise musst du im Internet sein, um das zu spielen. Denke ich zumindest, denke ich mir. So, schauen wir mal, was wir Schönes gefunden haben. Dann haben wir das hier. Eine Hose. Und noch eine Hose. Goldinhalten aufgesammelt werden. Ne, das sieht über die Hose an. So. Mehr haben wir noch nicht und den Rest müssen wir dann irgendwie verkaufen, wenn wir das nächste Mal hier rauskommen. Ja. Oh, ein loser Stein. So, ich werde hier natürlich versuchen, alles zu erforschen. Was zu erforschen geht. Kann man sich damit eigentlich selber verletzen mit den, mit diesen Kronleuchtern? Da kriegt man ja einen auf den Kronleuchter. Hier, bitte um.
Ich finde es cool, dass man diese Kronleuchter benutzen kann, um die alle zu töten. Das finde ich sehr interessant. So, hier gibt's eine Tür. Schauen wir, was ist denn das? Heilbrunnen. Ach, einen Heilbrunnen gibt's auch. Ja, dann gehen wir erstmal zu dem Heilbrunnen, obwohl wir gar nicht so viel Heilung brauchen. Upsala! Das war ich nicht. Das waren die scheiß Fledermäuse. Die haben das zerstört. Ich war das gar nicht. Ah. So, hier gibt's wieder Fässer. Ja, Fastnacht. die Witze sind ja noch flacher als die vom lieben Sarazar. habe ich jetzt hier schon alles? Da ist noch eine Ecke, die ich noch gar nicht so erforscht habe. Ach, hier gibt's nichts. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich doch durch die große Tür dort oben. Dum-dum-dum. Mir fehlt irgendwie die Musik. So ganz ruhig hier. Oh, eine Holzbank. So, hier gibt's wieder mal einen Rüstungshändler. Beschädigte Tunika. Ist sie denn mehr wert als meine? Nein. Als Gelenke. Na, haben wir jetzt wenigstens auch mal ein paar. Bringen am wenigsten Gold. Das müssen wir vielleicht mal wegschmeißen. So. So, was gibt's denn hier? Spinnweben und tote Menschen. Oh ja. Und wieder einen Rüstungshändler. Da mein Inventar bald voll ist, werde ich jetzt nicht mehr so viel aufnehmen. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Oh Gott, weg. Diese ekligen Scheißfinger, ey. Und jetzt war ich plötzlich wieder hier hinten. Super. Gold nehmen wir natürlich gerne auf. Und hier liegt noch ein toller Dorfbewohner, der hat nichts bei sich. Das ist super. Und hier wieder eine Holzbarrikade. Die haben sich wohl versucht, von diesen Viechern abzuschotten, kann das sein? Neorix Labor. Und ein Speicherpunkt. Super. So. Wenn sie nicht weitergeht, dann müssen wir wohl hier in das Labor rein. Neorix Labor. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein! Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warum bringt mir seine Knochen? Oh Gott, schnell hier runter und ihm helfen. Ich werde euch retten! Hilfe! Hilfe! Das ist doch gar nichts, Mensch, Junge. Bleib doch mal cool. Na, was willst du? Kopfspalter. Sehr kreativer Name. Ich bin weiser geworden. Meine Last ist zu groß. Meine Last ist zu groß. Ach, der hat doch keine... Erkundungsschützer. Moment, alter Obi, ich muss erstmal schauen. Ach. Schild, nee, den brauchen wir nicht. Armschienen. Ich muss etwas ablegen. Na gut, dann gehen wir mal zum alten Obi. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Eure Zeit ist noch nicht gekommen, alter Mann. Folgt mir. Lea wartet auf euch. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Hm,
Jetzt ist er plötzlich weg. Na super. So. Aber das reicht uns natürlich noch nicht. Wir wollen natürlich erst... Ach, versiegeltes Tor. Na gut, dann sollten wir vielleicht doch erstmal zurückgehen. Folgt mir, und der rennt natürlich voraus. Weil er uns diesen Geheimdurchgang gezeigt hat. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Halt! Schatzkiste. Gold. Ich trage zu viel. Dann kauf dir größere Taschen, du. Nee, ich muss zu dem Händler und dann das verkaufen. Das geht mir anders. So. Und deswegen auf nach Neu-Tristan. Tristan? Ich habe mein Wort gehalten und Leas Onkel Deckard Cain gerettet. Ich habe ihn vor dem Skelettkönig bewahrt, der mir nun den Weg zum gefallenen Stern versperrt. Bedeutet, den Kunden müssen wir umlegen, den lieben, netten Knochenkönig. Wie auch immer. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Marco. Ich habe ein paar neue Sachen aus. So, gehen wir mal zu dem Schaufelhändler. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Nichts geht über meine Axt. Meine Axt macht am meisten Schaden. Kälteschaden, Heiligschaden, getötete Gegner werden 4% mehr erfahren. Gut, dann verkaufen wir erstmal das Ganze, den ganzen Plunder hier. Brauchen ja wirklich nichts davon. Und so haben wir jetzt 3694 Gold. Und brauchen wir was? 7 Rüstungen. Das brauchen wir. Den Gürtel brauchen wir und ja. Gegenstände zurückerwerben. Abenteuerliche Handaxt des Winters. 8,4 Schaden, 1,3 Angriff pro Sekunde, Heiligschaden, Kälteschaden gekillt. Na, dann holen wir uns mal die Axt und verkaufen dann die, wir momentan haben. Diese Axt. Den Gürtel. So, das können wir jetzt auch verkaufen. Ja, und jetzt sind wir wieder so gut wie pleite. Aber das macht nichts. Ich denke mal, wir werden hier noch genügend Geld bekommen. Aber wir reden erstmal mit Lea. Onkel, du lebst. Mensch, die freut sich. Dank dir und deinem Freund hier. Die Zeit wird knapp. Erzählt mir vom gefallenen Stern. Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Es zählt nur im Moment, dass du zurück bist. Wir wollen überhaupt nicht wissen, wie denn überhaupt dieser Komet da reingekracht ist. Nun ja, jetzt müssen wir wieder mit dem Alterschen quatschen. Damit wir vielleicht mehr über diesen ominösen... Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Nichtsdestotrotz, der Skelettkönig versperrt mir den Weg zum gefallenen Stern. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Sprecht, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du, der liebe Schmied? Ach, der ist am anderen Stadtende. Kann ich den jetzt hier durch? Da stand doch von dieser Bürgermeister mit seinem Karren, der abhauen wollte, diese feige Sau. Ja, ich habe heute ein paar neue Waren hereinbekommen, die dir bestimmt gefallen werden. Wenn du etwas nicht kaufen willst, dann fass es auch nicht an. Ich mag es, wenn meine Waren sauber sind. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen. Ah, da ist ja dieser, der Hedrick Ermon. Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen, genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten.
Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es ist zwar bedauerlich, aber es muss getan werden. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Okay. Hey, komm her. Du bist so gekifft, zu dir gehe ich nicht. So, bevor wir jetzt hier in den Keller gehen, muss ich doch schnell mal in die Optionen schauen. Und ja, Umgebungslautstärke, Sound. Die Musiklautstärke schrauben wir mal ein bisschen zurück und dafür die Sprachlautstärke machen wir mal so, nee, 25. Ist in Ordnung so, ne? So, und dann gehen wir mal ab in den Keller der Verzweiflung. Keller der Verdammten, naja, nah dran. Und jetzt komme ich wieder von oben. Nein? Okay. Warten wir mal, bis dieser Leck weg ist. Und jetzt gehen wir mal gucken, was es hier so gibt. Keine Leichen, das ist doch schon mal hervorragend. Zu früh gefreut. Meine Freunde, es tut mir leid. Es muss getan werden. So. Leichte Armbrust. Zack. Wo ist denn seine Frau? Wie erkennt er die denn? Kira, meine Liebe, bitte vergib mir. Ah, Hedrick, hilf mir! Na? Ah! Warum wird die ausgerechnet zu einem kleineren Boss? Schärfe der Dornen. Außergewöhnliche Holzast. Klingt doch interessant. Und eine Tür. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Nun, Hedrick. Deckard Cain erzählte mir, ihr wüsstet, wo Leoriks Krone abgeblieben ist. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt. Meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Oh, Zweihandaxt. Und eine Targe, was ist denn das? Nee, ich kann bloß die zwei Axt. Okay. Nehme ich mal diese Riesenaxt und den Gürtel nehme ich lieber nicht. So. Okay. Kurzbogen können wir auch verkaufen. Die leichte Armbrust auch. Und hier ist nichts weiter. Okay, da müssen wir raus. Raus in die Freiheit. Und dann öffnet das Nordwesttor. Ja. Okay. Dann öffnen wir mal das Nordwesttor. Hain des Wehklagens. Ich komme. So. Dorfbewohner. Zombies. Juhu, und auf sie mit Gebrüll. Yeah. Zack. Durchlöchert. So. Ah, hier oben sind auch noch welche. Zack, Groundhog Kick.